In der vergangenen Woche, da ist ja wieder so allerhand passiert. Bei der 72-Stunden-Aktion haben super viele Jugendliche und junge Erwachsene angepackt. Am Freitag sind wieder deutschlandweit und europaweit ziemlich viele Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, und zwar im Rahmen der Fridays for Future-Bewegung. Und am Sonntag, da war ja die Europawahl und die Wahlbeteiligung in einigen Regionen, zum Beispiel in Bremen, ist deutlich nach oben gegangen. All diese Dinge zeigen mir, dass Jugendliche und junge Erwachsene heutzutage wieder politischer werden. Die jungen Leute, die wollen wieder mitmischen, die wollen mitgestalten, anpacken und Einfluss auf ihre Zukunft haben. Und ich finde das richtig, richtig gut, denn damit folgen sie einer Spur, die uns Menschen quasi in die Wiege gelegt worden ist. Eine Spur, die ich unter dem Begriff Verantwortung zusammenfassen würde. Verantwortung für sich selber, Verantwortung für seinen Mitmenschen, Verantwortung für die Schöpfung und Verantwortung für die Generationen, die nach uns kommen. Puh, das ist eine ziemlich krasse Aufgabe, und manchmal frage ich mich natürlich auch, wie kann man dieser Aufgabe gerecht werden? Aber was klar ist, ist, dass das politische Engagement, der gesellschaftliche Einsatz und auch das kirchenpolitische Engagement der jungen Menschen ein richtiger Weg in die Zukunft ist. Denn nur wenn wir unsere Stimme erheben, wenn wir uns für das einsetzen, was uns wirklich am Herzen liegt, wenn wir uns da zusammentun und gemeinsam laut werden, ja, dann kann so einiges geschafft werden. Da können wir ein Stück in die Zukunft machen. Und deswegen bin ich so begeistert von dem Engagement der jungen Menschen heute, und ich sage, macht weiter so.